Seht euch das an! Nach dir, Arschloch! Hört ihr das? So, hallo, meine lieben Zuschauer. Romeo 1, der Fulton-Damm läuft vollautomatisch, aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen. Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus. Hallo, meine lieben Zuschauer, jetzt nochmal herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Crysis Teil 3. So. Ja, jetzt die große Frage, wie kann ich jetzt mal am besten hier entlang gehen? Hier durch... oder hier unten entlang, weil so hier, warte mal, ich habe jetzt meine beiden, wieso kriege ich jetzt meine Pfeile nicht wieder? Das muss ich ja sowas selber machen. Das passiert automatisch. So, ich kann jetzt natürlich... warte mal. Psst. Ich sehe mich um. Sichert mich. Okay, warte mal. Der Gerüst vom Schacht. Ach, hier ist er. Was ist das? Okay. Er benutzt einen Bogen. Einer unserer Leute ist tot. Haltet die Augen offen. Warte mal jetzt, aber... Hier ist nichts! Willst du verstecken? Guck mal, jetzt haben wir ein ziemliches Gegneraufkommen hier, ne? Tarnfeld aktiviert. Toll, jetzt bin ich... Toll. Und was hat mir das jetzt gebracht? Warte mal, ich werde jetzt doch mal wieder meinen Schalldämpfer oben drauf packen. So, warte mal. So, egal, jetzt wo die eh wissen, dass ich hier bin, brauche ich auch keinen Schalldämpfer mehr. Nein, bin ich nicht, ich bin im Lüftungsschacht, aber
ist so gut wie Tarnung. Ist sowas ähnliches wie Tarnung. So, warte mal. Ich will mal ein bisschen verstecken mit den Typen hier. Warte mal, ist das... Wenn ich hier so ein Teil hier zum Händen, ja geil. Ja, ich wollte doch eigentlich... Ach, wo ist meine Ska? Wo ist denn jetzt hier meine Ska? Vorwärts und haltet die Augen offen! Willst du verstecken spielen? Komm raus! So, wo ist jetzt meine Ska? Verdammt. Gut. Soweit so gut, nur ich will jetzt endlich meine perfekte Ska wieder haben. Das ist ein Maschinengewehr, das ist hier ein Scharfschützengewehr. So, warte mal. Also. Ja. Nur ein bisschen blöde. Ja, das habe ich jetzt eine Einladung, aber ich finde es so ein bisschen blöde. Dass man jetzt nur hier zwei Waffen hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist jetzt sinnvoller? Links von Fliegewehr, Scharfschützengewehr oder diese wie heißt die Knarre jetzt hier? Teichen. Das ist da jetzt die sinnvollste Variante. Oder hier Scharfschützengewehr. Ach, wir nehmen also mal die hier mit. Egal, so. Haben wir denn jetzt hier eigentlich? Also es war noch ein Scharfschützengewehr. Ja. Vielleicht sollte ich doch einfach mal so ein Scharfschützengewehr mitnehmen.
und meine Scar. Ja. Da habe ich auch nur 12 Schuss. Das ist ja nicht gut, ne? So, warte mal. Aber sind hier nicht noch irgendwie Typen, ne? War hier nicht noch irgendeiner? Ach, die Fuchsturm, ja. So, komm da jetzt. Komm raus. Ja, komm doch her. Du hast schon gesetzt. Romeo 1, finden Sie die Sicherungen und schalten Sie das Ding ab. Wir haben keine Zeit mehr. Dann auf die harte Tour. Nummer 1, fehlt noch einer. Energieausstoß jetzt jeweils 20% entfallen. So, wo geht's? Ich sehe mich um. Drei, nein, vier Cell-Eingreifteams nähern sich deiner Position. Mit Helikoptern. Was du auch vorhast, Boss, mach es schnell. Einer unserer Leute ist tot. Haltet die Augen offen! So, ich denke mal, dass wir jetzt hier wieder raus müssen. Ne? Charlie, I trust you.
Ja, dann komm schon. So. Kann ich das noch mitnehmen? Nee. Gut. Ja, hier habe ich noch so einen Namen, die ist nicht geschichtet. So, ach, das geht mir so gewinnen kann. Will ich nicht. Mag ich nicht, will ich nicht. Ja, warte mal, wo muss ich jetzt eigentlich hin?
genau da, wo die bösen Jungs sind. Alles klar. So, wie komme ich jetzt mal da unten hin? Ah, alles klar. Ich hätte die Typen eigentlich gar nicht umlegen brauchen. Romeo 1, wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Primärziel. Mehrere Cell-Einheiten mehr. Gefährdet jetzt nicht die ganze verdammte Mission. Okay. Konzept infiltrieren. Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Ich verbuche die explosive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben ohne mich keine Chance. Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Cells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schlimmer. Cell zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Na gut. Na gut. Okay, sekundäres Zeltantrieb, Feuer und Weg. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Anzug-Geschick, oder? Ich bin jetzt hier im Park. Ich sage Ihnen fürs Zuschauen, dass es gefallen hat, sonst ein Abo und dann bis zum nächsten Mal wieder dabei. Bye, bye.